Hallo Leute und willkommen zu dem neuen Video. Ich würde heute gern mit euch über das Buch Underground von S.L. Gray aus dem Heine Verlag reden. Das wurde mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt und ja, ich wollte euch eben meine Meinung jetzt hier dazu erzählen. Auf 383 Seiten erfahren wir ja sowas wie einen Ausschnitt aus der nahen Zukunft, würde ich mal sagen, denn hier wird ein Szenario beschrieben, das meiner Meinung nach demnächst gut irgendwann leider mal passieren könnte. Es tritt nämlich ein ganz, ganz schreckliches Virus aus, das die Menschheit bedroht und ganz viele sterben lässt. Und dann gibt es eine größere Prepper-Community in Amerika. Ja, Prepper sind eben einfach Menschen, die sich auf quasi Weltuntergänge und solche Dinge vorbereiten. Sie trainieren dafür, falls der Ernstfall mal eintritt, um sich eben perfekt darauf vorbereiten zu können, wie man überleben kann. Und ja, im Rahmen dessen mieten sich Menschen, die durch Erben oder generell einfach durch ihren Lebensstil sehr viel Geld haben, in einen Luxusbunker ein. Und als dieses Virus eben einbricht, werden alle diese Menschen zu Mitbewohnern in diesem Bunker. Leider ist es nicht so, wie versprochen wurde, dass er schon perfekt auf dem Hightech-Stand ist und alles mega ausgebaut, weil der Inhaber, der auch mit hier drin wohnt, Greg heißt er, ja, dann doch ein bisschen knauseriger war mit dem Geld und an einigen Ecken und Kanten gespart hat, was dann ja mit der Zeit eben sich als nicht sehr gut herausstellt. Die Menschen, die hier drin wohnen, sind ganz unterschiedlich. Man erfährt es auch aus den verschiedenen Perspektiven. Man hat immer so einen Perspektivenwechsel. Hier vorne drin ist auch ein Bild von dem Bunker mit den Wohnungen und wer dann da drin wohnt. Zum Beispiel gibt es auch eine Hinterwäldlerfamilie, würde ich jetzt das mal nennen, die das Geld wirklich nur durch ein Erbe haben. Und dann gibt es auch ein ganz reiches Pärchen. Und ja, also die verschiedensten Menschen treffen eben hier aufeinander. Und sie fühlen sich zuerst sehr sicher, bis auf die Tatsache, dass einige Dinge, zum Beispiel der Aufzug, nicht funktionieren oder die Krankenstation noch nicht ausgebaut wurde. Bis eben eines Tages Greg, der Inhaber dieses Bunkers, tot aufgefunden wird und man von einem Mord ausgeht. Wie das jetzt alles weitergeht, wer der Mörder hinter Gregs Tod ist und was noch alles weiter mit den Insassen in dem Bunker passiert, das erfährt man eben auf diesen fast 400 Seiten. Ich war anfangs sehr, also mir hat der Schreibstil sehr zugesagt, den fand ich wirklich gut. S.L. Gray ist ja ein Autorenduo aus, jetzt muss ich kurz nachgucken, Sarah Lotz und Louis Greenberg, sie sind beide Autoren aus Südafrika. Jetzt muss ich nach Südafrika, ja. Und der Schreibstil, also zumindest dann natürlich die deutsche Übersetzung, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch das Ganze drumherum, die Idee mit dem Bunker und so, sehr gut, weil, wie gesagt, ich finde, das könnte mal wirklich so passieren, dass sowas auf uns zukommt mit dem Virus und allem. Aber die Spannung in diesem Buch war für mich leider nicht so extrem vorhanden, wie ich es mir gewünscht hätte. Für mich wurde das Potenzial dieser wirklich tollen Idee in diesem Buch nicht ausgeschöpft. Und ich fand auch die Sprünge der verschiedenen Perspektiven etwas schwierig an manchen Stellen. Da hat es mich dann teilweise etwas gestört. Aber wie gesagt, die Idee fand ich super, den Schreibstil fand ich toll. Das Ende hat mich persönlich sehr überrascht. Ich kenne viele Meinungen darüber, die denken, naja, für mich war das jetzt sehr weit hergeholt. Natürlich war es das. Ich wäre da nie drauf gekommen. Aber irgendwie fand ich es dann doch mega cool. Also das Ende, was dann alles noch passiert, nachdem sie dann aus dem Bunker wieder raus sind, das gefällt mir richtig gut. Aber ja, wie gesagt, es gab eben so ein paar Stellen, wo ich mir dachte, hier fehlt mir jetzt ein bisschen Spannung und das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Weshalb ich dem Ganzen 3 Sterne gegeben habe. Es ist ja im Prinzip eigentlich immer noch eine gute Bewertung, aber es war jetzt halt leider nicht mein Lieblings-Thriller. Also wenn
euch solche Szenarien, die in naher Zukunft passieren könnten, die in Thrillern ausgelegt werden, gefallen. Und wenn ihr nur etwas subtilere Spannung, subtilere Spannung heißt das Wort, also subtilere Spannung in dem Buch möchtet, und ja, ein recht teilweise übertriebenes und krasses Ende haben möchtet, dann ist dieses Buch was für euch und dann solltet ihr es anschauen. Also übertrieben war das Ende schon auch meiner Meinung nach, aber ich fand es irgendwie auch cool. Ich kann nicht so ganz beschreiben, warum. Genau, das war meine Meinung zu dem Buch. Ich werde euch alle Links in der Infobox verlinken, wenn ich daran denke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.